Hallo, ich grüße euch. So, also es macht sich leider erforderlich, nochmal nachzulegen. Ich hatte ja gestern angeboten, nachmittags nochmal ein Video zu machen, aber das hat aus externen organisatorischen Gründen nicht funktioniert, weil ich gestern mal gerufen worden bin, eine seltsame Elektrogeschichte in so einem Haus aufzuklären, wo ab und zu mal die Sicherung fällt. Und solche Sachen gehen natürlich vor. Ihr wisst ja, dass wir eine gewisse Prioritätenliste haben, der sogenannte kritische Pfad, was zuerst erledigt werden muss, und alles andere, was nicht im kritischen Pfad liegt, wird schlafen gelegt, weil wir einfach personell momentan nicht in der Lage sind, alles das linear abzuarbeiten, was jetzt ansteht, sondern hier müssen wir entscheiden, ist das jetzt sofort nötig, können wir das ein bisschen später machen, und solche Geschichten, also wo Elektrosicherheit dran ist, das ist nun mal meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, da muss ich dann auch mal das zuerst mal. Ne? Das gilt auch für die Belange der Wählervereinigung. Ich wollte den Mitgliedern noch einmal extern sagen, sie sollen sich immer dann, wenn sie bei der Wahlkommission einen Mitgliedsantrag abgeben und auch den Beitrag dort bezahlen, sich bitte eine Quittung geben lassen. Aus aktuellem Anlass muss ich darauf hinweisen, dass die Wahlkommission diesen Mitgliedsbeitrag an den Landesverband abzuführen hat. Ja? Und ihre Arbeit der Wahlkommission aus den Beiträgen zu bestreiten hat, die bei der Ausgabe der Bescheinigung entstehen. Das wissen die ganz genau, dass es so ist. Und da ich schon einigen Landesvorsitzenden angemahnt worden bin, dass hier irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind, bitte ich das sofort zu bereinigen. Das sage ich jetzt öffentlich, damit jeder weiß, weil ich habe den Eindruck, dass hier irgendwas läuft. Und da muss ich erstmal dagegen halten, weil nämlich einer der Wahlkommissionsleiter sich erlaubt hat, hinter meinem Rücken wieder Stimmung zu machen. Er ist dabei ertappt worden, die Mitglieder haben eine zur Rede gestellt und dann ging das Rumgeeier los. Und ich habe das dann nur im Nachgang erfahren, was los war. Und ich weiß, um wen es sich handelt, und es ist genau derjenige, der mir seine Integrität hoch und heilig versichert hat und das zweite Mal in Auswahl geliefert hat. Und ich gebe dem jetzt noch eine dritte Chance, die Sache insgesamt zu bereinigen, aber die Erledigung innerhalb von 48 Stunden. So, ansonsten werde ich echt ärgerlich, wenn Leute, die eine Vertrauensposition bezogen haben und denen ich das Vertrauen ausgesprochen habe, weil sie hoch und heilig versprochen haben, dass sie ihre Arbeit erledigen, die erwarte ich, dass sie das auch machen. So. Und wenn sich derjenige bereit erklärt hat, die Mitgliederverwaltung zu machen, dann bitte ich, dass auch erledigt wird. Ja, das lösen wir gleich vorab. So. Das ist öffentlich bei uns, wir haben überhaupt keine Geheimnisse bei solchen Sachen. Und wenn jemand öffentlich hinter meinem Rücken irgendwas verlautbaren lässt, obwohl das nicht darf, dann mache ich das auf diese Weise. So, erstmal Thema. Wir haben gehört, dass einige Newsportale angeschossen werden mit DNS-Angriffen. Unter anderem betrifft das PI News, ist ein Nachrichtenmagazin, die Beiträge bringen, die die Mainstream-Medien nicht bringen. Ihr wisst ja, dass die Mainstream-Medien durch den geheimen Staatsvertrag alle unter Fuchtel stehen, dass die lügen müssen, dass die Pogo-Presse quietscht und man nichts glauben kann, was über den offiziellen Mainstream lebt. Also in der Regel kann man sogar davon ausgehen, dass man das Gegenteil glauben muss von dem, was da drin steht. Das hat einfach mit der hegelischen Dialektik zu tun. Die erklären einfach Krieg zu Frieden, ja, und dann hieß das eben nicht eine Kriegsmission, um dort Öl oder irgendwas zu erbeuten, sondern das ist die Friedensmission. Und diese Friedensmission hat jetzt gerade die Frau von der Leyen wieder am Wickel und sie will unbedingt einen Krieg mit Russland herbeiführen, um ihre schiefe Staatsbilanz zu sanieren. Da müssen wir eine klare Absage erteilen. Das ist einfach Vorbereitung eines Angriffskriegs, eine ganz klare völkerrechtliche Straftat. So, in dem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es auch von Hartgeld.com eine Seite gibt, die heißt Über uns. Und da ist die IP-Adresse von Hartgeld.com noch einmal in Zahlenform genannt. Das ist nämlich das, dass es bei Angriffen auf DNS-Server nicht umgangen werden kann. Schalte das mal rein. Ja, denke mal, habt ihr jetzt. Ne? Und wenn irgendwas nicht geht, punkt euch die Seite aus, damit ihr die herlegen kann, damit ihr zumindest erstmal die aktuellen Entwicklungen erfahrt. Hartgeld.com ist einfach nur ein Medium, was viele Artikel bringt, die überall aufgelesen werden im Internet. Von uns kam was, die mögen uns auch nicht, weil wir eben teilweise der Meinung sind, dass auch Hartgeld.com nicht so richtig frei ist von Freimaurerei. Da habe ich grundsätzliches Problem damit. Die positionieren sich manchmal zu Sachen, die aus freimaurerischen Sachen kommen, und da
ziehen die kleine Karoline. Wir wissen ja, dass in einiges Deutschland jemand, der mit Freimaurerei erwischt wird, rausfliegt. Ohne Diskussion. So, und wir können nicht mit Vereinen oder irgendwelchen anderen verfassungsgebenden Versammlungen zusammenarbeiten, wo rauskommt, dass ein gewisser Anteil dort mit einem freimaurerischen Lions Club oder irgendwas verordnet ist. Wie krass das ist, dass das richtig durchschlägt, könnt ihr euch mal angucken. Da gibt es eine schöne Liste, die nennt sich Anonymous, deckt auf. Diese Firmen unterstützen das menschenverachtende Konzept. Hier, schaut da mal rein. Und diese allen Firmen sind alle über den Lions Club vernetzt. Ja, ich kenne da einige hervorragende Vorstandsvorsitzende, die sich immer gerne in irgendeiner Zeitung ablichten lassen, die auch hier in der Liste sind, alle im Lions Club. So, die Liste bitte ausdrucken und gut hinlegen. Ihr wisst ja, Freimaurerei ist im Staat eine grundsätzlich verbotene Geschichte. So, also wer dabei erwischt wird, fliegt aus dem öffentlichen Dienst raus. Und wer irgendwas zu dieser Tat benutzt hat, das kann eingezogen werden. Ihr wisst also, dass diese Liste später dazu dienen wird, die Betriebe einfach zu verstaatlichen. Das ist sehr wohl im Rahmen des Strafgesetzbuches möglich. Und ja, gut, aber das machen wir dann in einem anderen Video. So, jetzt noch eine Geschichte. Ich habe ja noch parallel die Betreuung mehrerer Klagen laufen, deswegen kann ich nun nicht alles machen, was jetzt Tagespolitik so alles interessant wäre. Und viele haben sich aufgeregt, ja, da macht er gar keine Videos mehr. Ja, wie soll ich es denn schaffen? Ich muss zuerst den kritischen Pfad bedienen. Und dann kann ich in die Nebenbaustellen reinsteigen. So. Natürlich sind natürlich bei den Klagen die Fristen zu beachten und aus diesem Grund habe ich natürlich auch jetzt die Klagen gemacht. Und da geht es unter anderem hier in der Anlage einer Klage in sehr nette Proklamation Nummer 2. Guckt euch mal an. Da steht drauf, ich lese es mal vor, Proklamation Nummer 2, da geht es um die Militärregierung Deutschlands, amerikanische Zone. An das deutsche Volk in der amerikanischen Zone, ich, General Dwight D. Eisenhower, oberster Befehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa, erlasse hiermit folgende Proklamation. Artikel 1. Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Nochmal, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden. Jeder Staat wird eine Staatsregierung haben, die folgenden Staaten werden gebildet. So, dann kommt hier Großhessen, Kurhessen, Nassau, Kreise Oberwald, Unterwald und so weiter. So, diese Proklamation, da gibt es mehrere. Die Nummer 2 war eben hier für die Großhessen zuständig. Da gibt es noch eine 57 und ähnliche, wo also immer dann eine Verwaltung eines Gebiets, müsst ihr euch so vorstellen wie in einem Kriegsgefangenenlager. Wir haben die auch eine Verwaltung, die Blechnöpfe austeilen und das Essen ausgeben. Und die werden jetzt als Staaten bezeichnet. Ne? Weil wir sind ja noch nicht in der Heimat. Solange in euren Ausweisen nicht eure Bundesstaatenangehörigkeit steht, seid ihr immer noch in einem Gefangenenlager der Alliierten. Immer noch, bis zum heutigen Tag. Ob das einer glaubt oder nicht, es ist ein Fakt. Friedensvertrag von Brest-Litovsk, Artikel 8, sagt, es sind alle Kriegsgefangenen in die Heimat zu schicken. Und das gilt für alle Konflikte, die zwischen dem Deutschen Reich, Kaiserreich und Russland aufgetreten sind. Und dazu gehört der Zweite Weltkrieg natürlich dazu. So. Und Putins Aufgabe ist, uns in der Heimat zu schaffen. Da aber die Deutschen in der Lage sind, zu erkennen, was so der Staat ist, passiert dann immer wieder bei Unfällen, dass Putin sagt, ja, ich muss dann erst mal mit den Machthabern reden. Und wenn man mit den Machthabern reden will, ist da Merkel gemeint. Und über Merkel muss ich mich jetzt hier nicht auslassen, weil da kocht mir der Kaffee über. So. Merkel ist im Prinzip, ja, vertritt die Interessen der SPD, man muss es mal so sagen, weil man darf ja nicht auf das Geschwätz hören, sondern man muss darauf hören und darauf gucken, was sie wirklich tun. Sie entlassen einen Präsidenten des Verfassungsschutzes, weil er die Verfassung schützt. Ja? Man muss jetzt natürlich wissen, welche Verfassung. Das ist ja die interessante Geschichte an der Pressekonferenz. Und da ist eben auch gesagt worden, dass er eben auch gegen die Reichsbürger gegen die Reichsbürger vorgegangen wäre. Habe ich andere Informationen, weil die Reichsbürgerhetze kommt fast ausschließlich durch den bayerischen Innenminister. Da hat der vom Verfassungsschutz jetzt mal gar nichts damit zu tun. Ich nehme an, dass er diejenigen verfolgt, die sich Reichsbürger nennen, aber
überhaupt zu der patriotischen Bewegung gar nicht dazugehören. Also die vom Geheimdienst dann reingeschickt worden sind, um Stimmung zu machen, um die Leute zu Anschlägen aufzustacheln. Das ist nämlich eine interessante Sache, die ich nämlich in unseren Kreisen auch schon beobachtet habe, wo ich auch einige angeschossen habe, wo ich gesagt habe, Freundchen, ich weiß, dass, wo du dein Muster hörst, mach dich auf dem Acker, ansonsten gibt es ja richtig Ärger. Da habe ich einige auch mal ausschmeißen müssen, weil die Agent-Provokateur gespielt haben, von irgendjemandem geschickt worden sind, um in unseren Reihen Stimmung zu machen. Wenn das seine Reichsbürger sind, habe ich mit dem Mann gar kein Problem. Das sind Leute, die andere Leute zu Gewalttaten aufstacheln, was uns jetzt absolut nichts nützt. Denn momentan wird ein Fall konstruiert, dass möglichst einer, der der Reichsbürgerszene zuzuordnen ist, irgendwas Schlimmes tut. Und aus dem Grund habe ich jedem gesagt, mit dem ich persönlich zu tun hatte oder über dessen, ich was zu entscheiden hätte als Bundesvorsitzender der Wählervereinigung, habe ich gesagt, ihr haltet euch aus allen Gewaltaktionen raus, egal wie sie zustande kommen. Zunächst erstmal wird die Sache aufgeklärt, wird gesagt, wer hier für die Sache verantwortlich ist und dann wird überlegt, wie da vorzugehen ist. Und wenn sich zwei erklappen, wird dazwischen gegangen und erstmal die zwei Streithähne getrennt. Das ist das, was hier läuft. So, dass man natürlich bei einem Angriff auf einen Wahlstand oder Wahlveranstaltung sich hier nicht zusammenschlagen lässt, ist klar. Aber erstmal muss der andere den ersten Schlag führen. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn der ausgeholt hat, daneben gehauen hat, dann ist es kein Problem, einen Treffer zu landen. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber es muss jemand bezeugen können. Alleine steht Aussage gegen Aussage. So, dass dann unsere Leute besser trainiert sind und möglicherweise nach dem ersten Schlag, der nicht so schnell wieder aufsteht. Ich hoffe, dass er überhaupt wieder aufsteht. Aber das ist dann das Risiko des Angreifers. Da habe ich kein Problem damit. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber die Aggression muss von außen kommen. Das ist ganz wichtig. So. Dass ein Bürgerkrieg kommt, wissen wir ja. Aber der Auslöser wird sehr wahrscheinlich vom islamischen Mob kommen, der die Bevölkerung angreift. Und wir hatten ja, kaum ist die Geschichte Chemnitz durch, heute wieder ein Messerattacken. Kann da alle nachlesen. Müsst ihr einfach nur mal die Medien, die alternativen Medien einmal durchforsten. So, da guckt ihr einmal so ein Forum an, wie Hartgeld kommt, die bringen ja genug und dann geht er in die ganzen Foren rein und lässt euch mal die Kommentare dazu durch. So, und dann wisst ihr, was hier läuft. Dass die öffentliche Ordnung nicht mehr gewährleistet ist. So, und jetzt ist natürlich die entscheidende Sache, ist dann Maaßen an der richtigen Stelle? Da würde ich sagen, jetzt ja. Wenn er jetzt in die Position des Staatsministers für Sicherheit kommt, ist er genau an der richtigen Stelle. Und ich hoffe mal, dass er weiß, welche Verfassung gilt und welche nicht gilt. Also die 1919er, um das mal aufzulösen, ist der falsche, das hatte ich in den ersten zwei Teilen schon erwähnt. Und die andere, wenn er die wirklich umsetzt, wird das eine sehr spannende Geschichte. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte, dass manche einen vorzeitigen Prozess gewinnen, die Gefahr nicht sehen. So, also, ich halte mal den Artikel hoch, Reichsbürger in Sachsen darf wegen Meinungsfreiheit Waffen behalten. Ja. Also, in den ersten fünf Teilen hatte ich schon erklärt, dass diejenigen, die für Reichsbürger gehalten sind, keine sind, weil das Gesetz aus 1938 ist, die vorbereitenden Gesetze von 1936, fallen also in die Sperrfrist vom Tillerson-Urteil. Eine Sperrfrist vom Tillerson-Urteil ist alles, was vom 5.3.1933 bis 1945 passiert ist. Ist alles ungültig, ist ungültig zustande gekommen, egal ob der Ausfertigungsdatum draufsteht oder nicht. Der Hitler hatte keine Ausfertigungsrechte, also kann da überhaupt nichts entscheiden. Die Weimarer Republik war eine Putschregion, da gibt es auch keine Diskussion, weil das Zustandekommen der angeblichen Verfassungsänderung vom 28.10. nur von Max von Bodden unterschrieben worden ist und nicht vom Kaiser ausgefertigt. Der Kaiser hat nicht ausgefertigt, deswegen ist es auch nicht in der Gesetzessammlung drin. So, okay, also, die beste Verfassung ist klar, müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. So, jetzt hat ein mutmaßlicher Reichsbürger, was ist ein mutmaßlicher Reichsbürger? Also, zunächst erstmal gibt es klare Definitionen in der Juristerei, was ein Reichsbürger ist und was nicht. Und das Reichsbürger kann man nur werden mit einer Ernennungsurkunde von Adolf Hitler persönlich, beziehungsweise es könnten auch die sein, die Nachkommen von Adolf sind, wenn die das geerbt haben, das Recht. Da muss ich mal überlegen, wer da so in Frage kommt. Und dann wird es spannend, welche Reichsbürger denn hier Waffen führen. Da ist der Herr Maaßen als Sicherheitsmann in der Innenminister genau richtig. So, also hier geht es um den Mutmaßlichen. Also man weiß nicht genau, gehört er nicht zu den Reichsbürger oder gehört, ne? Es können keine Reichsbürger mehr entstehen, wenn der Adolf Hitler die Ernennungsurkunde nicht mehr ausstellt.
Weil es steht im Gesetz drin, dass nur der, der an der Ernennungsurkunde Reichsbürger ist. So, jetzt hat man natürlich, hat der Innenminister von Bayern einfach mal ein Schreiben rausgehauen und hat gesagt, jeder, der sich gegen das Unrecht der BRD wehrt, wird in die Datei der Reichsbürger eingetragen, kriegt dort seinen Haken ran. Damit wird sein Arbeitsplatz vernichtet, seine Existenz vernichtet, möglicherweise wird er sogar überfallen, wie es bei mir ein paar Mal passiert ist, und wird drangsaliert und verleumdet und das volle Programm. So. Dieser Innenminister von Bayern ist aus meiner Sicht ein Krimineller. Er gehört aus dem öffentlichen Dienst entfernt, weil er für seine Tätigkeit nicht versichert ist. Da geht es gar nicht darum, ob das richtig ist oder falsch ist, oder ob der irgendwie in der falschen Ideologie oder der Freimaurerei nachsteigt. Sehr wahrscheinlich, dass er mit der Freimaurerei zu tun hat. Sondern, dass er sich außerhalb der Versicherung für den öffentlichen Dienst begeben hat. Ganz klar. Weil er muss im staatlichen deutschen Recht ein Gesetz finden, was seine Tätigkeit legitimiert. Und das ist nämlich nicht erfüllt. Wenn er in Bayern Innenminister ist, ist er aufgrund der Tätigkeit ein Notstandsleiter. Was Notstandsleiter sind, hatte ich in den früheren Teilen schon mal erklärt. Guckt das einfach nochmal an. Notstandsleiter wird, wer als Notstandsleiter tätig wird. So, mit der Tätigkeit des Notstandsleiters hat er die Versicherungspflicht nach AVO zu erfüllen. Entweder er hat zu viel Risikobereitschaft, dass er das aus seinem Privatvermögen den Schaden, der da entstehen kann, regeln kann. Bei einem Verkehrsunfall ist die Sache ziemlich einfach. Ja? Es sind immer Notstandsleiter, die einen Verkehrsunfall aufräumen. Aber die machen ja nichts, was den schädigt. Treffen Menschen halt eine falsche Entscheidung, das mag sein. Aber nach bestem Wissen und Gewissen handeln die, zu verhindern, dass noch mehr passiert. Und insofern ist das alles entlastungspflichtig. Alles, auch was zu Wahlen dient, also die Tätigkeit der Wahlkommission, sind auch Notstandsleiter in dem Sinne, aber die sorgen ja dafür, dass wird ordentlich gewählt wird. Das ist entlastungspflichtig, da gibt es keine Diskussion. Aber wenn jemand als Notstandsleiter gegen die geltende Gesetzgebung tätig wird, ist er einem nicht versichert. Und dann muss er im Prinzip allen Geschädigten, also allen, die in der Reichsbürgerkartei drin sind, den persönlichen Schaden ersetzen, privat unbeschränkt, diese aufgrund dieser Kartei gefolgt sind. So, und damit rufe ich jeden Deutschen auf, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung anzufragen, ob ein Vermerk wegen Reichsbürgerei in der Akte ist. Sollte der da sein, habt ihr im Prinzip einen Freifahrtschein, um die Bearbeiter, die das eingereicht haben, das müssen sie ja nennen, wer denn weiter erzeugt hat, später für irgendwelche Sachen in Vollhaftung zu nehmen. Das ist eine schöne Sache. Insofern muss man da einfach mal nachforschen. So. Gut, aber kommen wir mal zum Thema zurück. Also hier geht es darum, dass gar nicht geprüft worden ist, ist es denn ein Reichsbürger oder wurde er nur als Reichsbürger verleumdet? Denn wenn jemand als Reichsbürger betitelt wird, ist das eine schwerwiegende, strafrechtlich relevante Verleumdung. Weil es gibt rechtlich keine Reichsbürger, weil die Reichsbürgergesetzgebung in der Sperrfrist liegt. Es kann sein, dass das ein renitenter Bürgerrechtler ist oder ein möglicherweise Querulant. Aber wenn derjenige Recht und Gesetz einfordert, weil es die Bundesrepublik nicht tut, weil sie eben ihrer Verwaltungstätigkeit der Alliierten überhaupt nicht mehr nachkommt und sich als Staat bezeichnet, wo sie gar kein Staat sind, also Täuschung im Rechtsverkehr begeht, dann würde ich mal sagen, ist dann nämlich im Recht und die Bundesregierung in der Pflicht, Artikel 20.3 zu erbringen, Grundgesetz, wo drinnen steht, es ist eine Rechtssicherheit zu gewähren. So, und wenn behauptet worden ist, der sogenannte gelbe Schein ist der Staatsangehörigkeitsausweis, ne, damit der gesetzliche Richter bestimmt werden kann, und irgendein prangender Bundesadler drauf, wo ich nur schon erklärt habe, dass der Bundesadler das Gewerbelogo der Weimarer Blick ist. So, der Weimarer Blick nur Handel mit ungültigen Urkunden betreibt, also sozusagen das ganze Ding ein Fake ist, weil der gelbe Schein auf der Rechtsgrundlage von Adolf Hitler beruht. Und jeder, der sich den ausstellen lässt, gelb ist immer so eine Ausnahmeregelung, auch im Straßenverkehr. Normalerweise hätte er eine Bundesstaatenangehörigkeit, die wird aber vom Innenminister nicht ausgestellt, weil er nicht durchblickt, was gilt an Gesetz und was nicht. Aber ich habe es ja in der Videoreihe erklärt. Und sozusagen angenommen worden hat, vielleicht ist das noch einer von Adolf, der noch 1938 gehört. So, und dann kriegt er diesen gelben Schein. So. Und wenn nur die den gelben Schein haben, die deutsche Staatsangehörigkeit nachgewiesen haben, obwohl sie sie gar nicht haben können, weil Einhorn gibt es nicht mehr, man kann nur keinen Einhornschein ausstellen, das geht nicht.
Kann man damit nicht wehren. Damit ist die Wahlgrundlage der Bundesrepublik grundsätzlich vorhanden, weil die Gesetzgebung darauf abstellt, nach Artikel 116 Grundgesetz, ein Wahlgebiet definiert ist, was überhaupt nicht vorhanden ist, nämlich das Wahlgebiet vom 31.12.1937. Wann haben wir denn in Polen das letzte Mal den Bundestag gewählt, frage ich mal in der Runde. Ist nicht. Die Bestimmung der Anzahl der Wahlberechtigten ist auch in Bayern nicht gegeben. Wir wissen ja, dass die staatlichen Grenzen durch diesen Grenzvertrag zustande kommen. Und wir können Rheinland-Pfalz zum Beispiel schon mal nie in Landtag gewählt haben. Das geht nicht. Weil die müssen in Bayern, von Bayern muss die Wahl organisiert werden. Und deswegen läuft dann auch die Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die die Klage einfach mal abgewiesen haben. Also die haben abgewiesen zu prüfen, ob die Wahlgrundlage der Bundesrepublik überhaupt rechtmäßig ist. Das ist Verfassungshof vor Ort. Weil die sind verpflichtet, jeglichen Zweifel zu beseitigen, aufgrund der Gewährung der Rechtssicherheit, was mit der deutschen Staatsangehörigkeit stimmt oder nicht stimmt. Im Prinzip ist es die Aufgabe des Innenministers, die Frage zu klären. Deswegen mache ich sie an diesem Rahmen. So, also haben die im Prinzip die eigentliche Sache überhaupt nicht angefasst, sondern haben das darauf abgestellt, dass es nur seine eigene Meinung wäre. Er hätte eben eine eigene Meinung, dass die Rechtslage so und so sei. Und das ist genau der Punkt. Es wird nämlich dann hingedreht, na, das ist ein Sonderling, aber er ist nicht auffällig geworden, weil er besonders sichere Handhabung der Waffe hat, hat auch nie eine Gefahr, ist auch kein Übertreter, also dass man sagen kann, da müsste eine MBU bestehen. Gibt es auch mal keinen Grund. Er darf die Waffen haben, für seine sportlichen Betätigungen, ein guter Schütze zu sein. Im Falle eines Aufstandes, dass hier irgendwelche Invasionen dastehen, kann er ja zur Bundeswehr hinzugezogen werden. Insofern hat das Innenministerium guten Grund, mal die ganzen beantragten Entzüge von Waffenscheinen zu prüfen. Ich habe auch von einem Mitglied aus unserer Wählervereinigung den Auftrag gehalten, mich dazu zu äußern. Das werde ich zeitnah diese Woche noch erledigen. Ich bin, wie gesagt, mit Arbeit voll bis unter den Hals kraus, aber da niemand bereit ist, bei den Bauarbeiten zu helfen, kann ich mit der Seite natürlich auch keine Entlastung kriegen. So, und gut, also, jetzt stellt das Gericht also darauf ab, dass es seine Meinung wäre. So. Ich würde mal darauf abstellen, dass man einfach mal das hernimmt, was die Bundesrepublik in öffentlichen Registern eingetragen hat. Und dort steht NGO drin. So, und jeder ist aufgefordert, das zu klagen, was in den öffentlichen Registern drin steht. Das ist eine ganz einfache Sache. Und wenn die Bundesrepublik falsche Angaben gemacht hat, dann muss ich sagen, ist das eine Straftat. Ja? Das ist Täuschung im Rechtsverkehr, das gehört abgeräumt. So, lasst euch das mal durch, ich muss das jetzt nicht kommentieren. Jetzt sehe ich hier gerade Bundesstaat Bayern, das sieht sehr komisch aus. Also es ist keine Organisation, die mit der Wählervereinigung zu tun hat, weil das habe ich nicht genehmigt. Ich bin ja im Prinzip dafür der Ansprechpartner, wenn irgendwelche Außendarstellungen gemacht haben. Bundesstaat Bayern. Also wenn, gibt es im Bundesstaat Königreich Bayern. Bundesstaat Bayern, das ist wieder so eine, so ein Verein, würde ich sagen. Also das sieht sehr komisch aus. Aber vielleicht weiß er es nicht besser. Ne? Das Siegel ist auch nicht das Richtige. Das ist irgendwas stimmt ja nicht. Ich hatte schon einmal, das sind solche, ich sag mal Leute, die auf der Gesetzgebung aufsetzen vom 28.10.1918. Ja, dort hat Max von Baden gegen den Staat geputscht und diese Gesetzgebung nutzt die Bundesrepublik, um zu behaupten, der Kaiser hat ja abgedankt, also konnten wir machen, was wir wollen. Nee, der Kaiser hat nicht abgedankt. Die Abdankungsurkunde haben Leute vom Soldatenrat und der SPD gefälscht und die haben sogar zweimal versucht und es ist zweimal aufgeflogen. Und Hitler hat es gemerkt, hatte ich ja schon erklärt, er hat gesagt, Kaiser, wir müssen ja mal was Grundsätzliches klären. Ich brauche die Ausfertigungsrechte, sonst kann ich meine Gesetzgebung nicht durchziehen. Da hat der Kaiser gesagt, gäb's doch nicht. Und er hat ihn mit ins Grab genommen und der beste Beweis, dass es heute noch so ist, ist das Ausfertigungsdatum 22.07.1913 vom Staatsangehörigkeitsgesetz. So, wenn die Bundesrepublik offiziell zugibt, dass er kein Staat ist, dann ist doch die Diskussion beendet. Dann frage ich mich, warum man jetzt noch auf der Reichsbürgerei rumreitet. Es ist erstmal zu klären, sind die Wahlen nach 1955 gültig oder nicht. Das wird schon mal glatt verneinen, weil von Anfang an in die Wahlgesetzgebung reingepfuscht worden ist und ohne erstmal Leute zu wählen. Also es ist falsch rum aufgezäumt worden, das Pferd. Man hätte zuerst einen Bundesrat und einen Reichstag wählen müssen, nach der alten Regel.
Und dann hätten die beschließen können, dass es nach der neuen Regel gilt. Und genau das ist nämlich am 28.10. auch verletzt worden. Die Rechteübertragung an die Weimarer Republik muss aufgrund der alten Regeln erfolgen. Nach den alten Regeln muss beschlossen werden, dass die neue Weimarer Republik die Rechte des Staates übertragen kriegt. Und das muss vom Kaiser ausgefertigt werden. Der Kaiser war in der Lage, genau diese Ausfertigung zu unterdrücken. In dem Folge fällt die Gesetzgebung vom 28.10. und was danach ist, alles in Mülleimer. So, es gab keinen Versailler Vertrag, weil der Versailler Vertrag von Max von Baden unterschrieben worden ist. Und er hätte als juristisch Dodor schon gar nicht mehr unterschreiben dürfen, weil er hätte einen Hochverratsprozess gehabt, gleich an dem Tag, wo er im Prinzip an der Ermordung des Kaisers, an der Vorbereitung der Ermordung des Kaisers beteiligt war. Seine Unterschrift unter dem Versailler Vertrag ist nichts wert. Ja, und dann haben wir ja noch das Problem, dass ja auch der keinen Friedensvertrag gibt zu dem Ersten Weltkrieg und eben erstmal wieder ein König gewählt werden muss, um überhaupt erstmal das Kriegsende zu erklären. Und solange wie der Krieg läuft, gibt es keinen regulären Staat. Deswegen ist der Staat nicht handlungsfähig, weil er eben, siehe, Proklamation Nummer 2, Alliierten eine Verwaltung eingerichtet haben, die sind heute Freistaaten nennen, aber sind im Prinzip auch nur eine alliierte Verwaltung. Und dann aber auch nicht das Gesetz beachten, was nach Haager Landkriegsordnung Artikel 43 der Verwaltung aufgeordnet ist. Also, dass die das beachten müssen. Und dort steht Landrecht drin. Und da sollte man nicht dran denken, dass das Recht der Bundesländer ist, sondern ein Landrecht bezieht sich darauf, auf das Recht, was vor Eintritt der Haager Landkriegsordnung gegolten hat. Wir wissen ja, dass die Haager Landkriegsordnung 3 Teile hat. Die ersten Teile sind so die allgemeinen Begriffsbestimmungen, der zweite sind so Handlungsanweisungen und der dritte Teil ist ein besonderer Teil, da geht es nur um Besatzung. So. Und der dritte Teil wird nur dann aktiv, wenn es zu einer Besatzung kommt und hatte ich schon in den vorherigen Videos erklärt, die Besatzung trat erst am 28.10.1918 ein. So. Davor hatte der Kaiser volle Handlungsfreiheit, konnte alles beschließen. Und demzufolge gilt alles bis zu dem Tag und zwar bis 27.10.23 Uhr 59 Sekunden. Danach kommt die juristische Sekunde des Rechteübergangs und ab 0 Uhr ist Putsch. Es gehört immer der gesamte Tag zum Putsch, weil Lehnsrecht gilt und wenn das Lehen nicht ordentlich ausgeübt werden kann, hat derjenige da zu putschen die Privathaftung. So, die Weimarer Republik hat die Privathaftung für alles das, was durch diesen Putsch an Rechtsfolgen aufgetreten ist. Also, die Abwicklung des Ersten Weltkriegs, also die dürfen keine Staatsverträge machen. Alles, was mit der GEZ erhoben worden, hat die Weimarer Republik die Vollhaftung. Der Zweite Weltkrieg, dass die Besatzer nochmal untereinander Krieg geführt haben, also die Besatzer vom russischen Zarenreich und die Besatzer vom Kaiserreich haben uns untereinander mal bekriegt, dass da Hitler eine Rolle gespielt hat, das ist dann da, weiß ich nicht. Ist erstmal gehört zum Ersten Weltkrieg. Ne? Sind also diejenigen, die Torte aufteilen wollten, haben sich auch nochmal bekriegt. So, dann haben sie nach dem Krieg noch Deutsche umgebracht, Rheinwiesenlager, die Verantwortung kommt da auch noch drauf. Wenn Amerikaner zu Tode kommen, sind die Haftungen so um die 10 Millionen. Ich denke mal, das sollte man bei jedem deutschen Kriegsvertrag dann auch ansetzen. Und dann muss man an der Statistik gucken, wie viele da dort umgekommen sind. Momentan tut die Kriegsgräberfürsorge und auch die dafür Verantwortung tragen, nicht erlauben, dass dort mit Ultraschall geguckt werden kann, wie viele da überhaupt dort verscharrt worden sind. Das ist schon mal eine spannende Sache, dass man das so lange hinziehen kann, bis die Erhebung dann schwierig ist, aber ich denke mal, der wissenschaftlich-technische Fortschritt erlaubt uns das nach 100 Jahren noch festzustellen. Das wird sicherlich irgendwann gehen, weil die Zusammensetzung des Bodens, wo dort ein Leiche zugange ist, eine andere ist wie vom Rest. Das wäre der Forschungsansatz. So, aber das kommt alles noch, wenn der Staat wiederhergestellt wird. Interessant ist, dass wir momentan in einem rechtlosen System leben, wo sich eine Bundeskanzlerin herausnimmt, nur weil jemand die Wahrheit gesprochen worden ist, dem aufs Ohr zu drücken, dass er seinen Posten zu räumen hat. Und Auslöser dieser ganzen Situation ist allein die SPD. So. Jetzt muss man sich überlegen, die SPD steht in Bayern vor der Landtagswahl. So. Wir wissen ja, dass sie jetzt schon im Prinzip alle ihre Reserven mobilisiert haben, denn anders ist nicht zu erklären, dass Martin Schulz oder der SPD noch reden halten darf. So. Und jede ihrer Reden hat die Mitgliederzahlen ins Bodenlose fallen lassen. Wenn Sie jetzt noch den allerletzten Rest der SPD mobilisieren, ist es ungefähr das Gleiche, als würde man den Gemeinschaftskaffee aus der Duschdose brühen, also das Ding, was unten die Flüssen aufhält in der Dusche, und das allen verordnet, los trinken, das ist ein Befehl. Ja.
Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn man die allerletzten Reserven der SPD mobilisiert und mit diesem Haufen zur Landtagswahl antritt. Ich habe ja gesagt, die SPD in Bayern, wenn es gut läuft, kriegen sie 9%. Nach der Aktion gegen Maaßen könnte ich mir vorstellen, dass sie unter 5% Leute kratzen. Wenn wir Bayern wirklich verstehen, wie sie übel abgezogen worden sind von Merkel und von SPD und Linken, dann wäre das die richtige Quittung. So, und dann nützt es aber nicht, wenn die AfD, sagen wir mal, wenn man die offiziellen geschälten Statistiken sieht, da wird ja immer so um 17% gehandelt. Ich würde sagen, die kriegen 25 plus X. Und das X ist eben das, dass der Bayer sich klar wird, dass er von der CSU auch in das Licht geführt worden ist. Denn Seehofer wusste, er weiß es, hat zumindest von mir erfahren, dass der bayerische Grenzverwalter dafür sorgt, dass er die Bundesstaatengrenzen von Königreich Bayern sichern kann und sichern muss. Niemand anderes kann ihm diese Aufgabe abnehmen. Und wenn er es nicht selber macht, kann er nicht die anderen dafür verantwortlich machen, dass die Grenzen nicht gesichert werden. Er hat allein das Recht, das zu verfügen, wenn er ein Beauftragter von Bayern wäre. Also wenn er der CSU irgendeine Position begleiten hat, die er sagen kann, also ich habe jetzt herausgefunden, der Bayerische Grenzvertrag gilt, wir können das jetzt in eigener Regie machen und wir machen die Bundesstaatengrenze zu. Und wer ja noch kein Visum hat und keine Staatsangehörigkeit nachweisen kann, da ist ja erstmal Durst. So, ne? Das ist das, was er sofort machen muss, das geht aus der Verfassung hervor. Die ist auch nicht noch einmal im Blick aufgehoben worden. Das ist alles ungültig. Es gilt der Rechtsstand vom 27.10.1918. Das ist der sogenannte Rechtsstillstand, was in Deutschland gilt. Deswegen unterschreiben ja die Richter auch nichts, weil sie eben nicht vom Staat eingesetzt werden kann, weil der Staat, siehe Proklamation, nur aus einer Verwaltung besteht, die Alliierten eingesetzt haben, die sich Staaten nennen und die jeden nach draußen im Prinzip Täuschung im Rechtsverkehr macht, dass alle anderen glauben, es handelt sich wirklich um den Staat, um die Fortsetzung des Deutschen Reichs. Ist aber nicht der Fall. Ne? Und die Alliierten haben die Haager Landkriegsordnung zu beachten. Die haben das Landrecht einzusetzen, was am 27.10.1918 gilt. Und wenn sie das nicht machen, wird auch der Besatzer nach Reichsversicherungsordnung dafür haften. Wir waren unbeschränkt. Und dass dann der Trump irgendwann mal sagt, ey Leute, ich habe hier herausgefunden, dass ja einiges im Ordnung ist mit der Frau Merkel. Hier müssen wir dringend einen Handlungsbedarf anmelden, weil es würde dann auf die Staatskasse, auf den Treasury, US-Treasury zurückfallen, wenn wir irgendwas Illegales fortsetzen oder dulden, was offiziell nach der Gesetzgebung, die bei Kriegseintritten immer gegolten hat, nicht funktioniert. Ja. Und da hat ja Putin schon gesagt, er wäre jederzeit bereit, über die Büchse der Pandora zu reden. Na, warum macht er es denn nicht? Warum bringt er denn im russischen Fernsehen erstmal eine Aufklärung, was mit der Bundesrepublik los ist? Er hat ja die Archive, er hat ja auch die USB-Sticks. Also ist es seine Aufgabe, als erster mal hinzutreten und vor Mitteldeutschland das zu erklären. Er kann ja nicht in andere Besatzungszonen reinreden, aber Mitteldeutschland, uns Ossis, kann man mal erklären, was mit Mitteldeutschland stimmt und was nicht stimmt. Das ist seine Aufgabe. Er hat die Besatzungsvollmacht und er hat nur seinen Botschafter in Berlin sitzen, der noch bevor noch bevollmächtigt hat, und der könnte es theoretisch auch machen. Aber es wäre eine gute Geste von Putin, wenn er sich selber mal hinsetzt und sagt, das ist das nach meiner Aktenlage, also nach meinen Archiven, was hier gilt und was hier nicht gilt. Und das ist keine Einmischung in Staat, weil wir wissen, aufgrund der Proklamation, dass es kein Staat ist, sondern eine alliierte Verwaltung, sondern es ist einfach eine Klarstellung, dass hier keine Täuschung im Rechtsverkehr passiert. Jeder hat das Recht, das zu glauben, was in der öffentlichen Registern eingetragen ist. Und wenn dort eingetragen ist, die Bundesrepublik eine NGO ist, dann ist das eine NGO. So, da kann niemand dafür seinen Hut nehmen müssen oder als Spinner oder als Sonderling hingestellt werden, wenn er das glaubt, was im öffentlichen Register steht. So. Und das ist der Punkt, darum es hier geht in dieser Diskussion. Und wenn nämlich rauskommt, und ich denke mal, dass der Maaßen das Wissen hat, das zu durchgeistigen, dass eine NGO den Staat destabilisiert, indem es hier ausländische Angehörige einer Terrormiliz reinholt, die von Israel und von der Türkei gegründet worden sind. Der ISIS ist eine Zusammenarbeit zwischen Türkei und Israel. Ja? Und zwar über die CIA organisiert und bezahlt mit Drogengeld. Das ist das, was hier ist. Das sind die Camper, die hier sind. Und jetzt erst vor kurzem haben sie in,
in Wahren-Müritz wird auch groß Waffen rausgeschafft aus den Flüchtlingsheimen. Also die werden sozusagen durch Geheimdienste bewaffnet. Geheimdienste geben sich in der Bundesrepublik die Klinke in der Hand, weil die Frau Merkel allen gestattet hat, hier ein- und auszugehen und auch zu morden und zu meucheln und Leute zu bedrohen. Und das muss gestoppt werden. Es gehört alles unter eine zentrale Verwaltung. Und ich hatte ja angeregt, mal eine Stelle einzurichten, die erstmal hier Ordnung schafft in der Besatzungszone und den Leuten auch erstmal die Wahrheit erzählt. Ist doch kein Problem. Da wird ARD und ZDF mal der Schalter umgelegt, wird ein Notstandsgesetz erlassen und dann wird eine zentrale Regierungserklärung abgegeben, was mit der Bundesrepublik hier nicht stimmt. Und dann wird verfügt, dass die Mieten und auch die Preise eingefroren werden, bis die Lage sich hier beruhigt hat und erstmal klar ist, was hier los ist. Das würde ich machen, wenn ich Innenminister wäre. Ich würde einfach mal die Situation einfrieren, wie sie ist. Und dann erstmal Ordnung schaffen. So, und dann erstmal die ganzen Gefahrenpunkte aus dem Landes bringen. Und dann können wir uns überhalten, wie wir hier in dem Staat weitermachen. Ich würde sagen, wir machen eine konstitutionelle Monarchie. Das ist das, was wir nach der Verfassung machen dürfen. Was anders müssten wir erst eine neue Verfassung machen. So könnten wir uns auf die vorhandene Gesetzgebung zurückführen. Und dann wären wir auf dem gleichen Rechtsstand wie Japan, die immer noch im Kaiserreich sind. Wer das nicht weiß. So, und dann haben wir nach außen als Staatspräsident heute einen König und für die Regierungsarbeit haben wir ein Parlament. So, und dort sollten Leute sitzen, die einen Intelligenzquotienten jenseits von 100 haben, also mindestens 100. Und momentan habe ich da schlimmste Befürchtungen, weil ich kann nicht mehr erkennen, den Unterschied zwischen einem Kommunisten und einem Dummen. Ja, ich kann den Unterschied nicht mehr erkennen. Also ich kann nicht qualitativ erkennen. Den einzigen Unterschied, den ich noch erkennen kann, ist, dass der Dumme weiß, dass er mit seinen Vorschlägen immer nur Gelächter auslöst. Und der Kommunist weiß das anscheinend nicht. Das ist der Unterschied. So, ich will jetzt keine großen Reden jetzt machen. Ich habe heute noch ein Tagesprogramm. Ich denke mal, ihr habt wieder eine volle Packung gekriegt. Dass hier dringender Handlungsbedarf ist, dass aufgeklärt werden muss, dass die ganzen Verstrickungen in die Freimaurerei aufgeklärt werden müssen, auch diese komische Geschichte, wonach es einen Artikel gibt Postillon, der rausgehauen haben wollte, dass angeblich die AfD von der CDU gegründet worden sei. Müsst ihr euch mal angucken. Ich habe das jetzt momentan nicht hier, aber ich druck's mal noch aus. Denken wir in der nächsten Sendung. Gut, also ich mache jetzt mal Tagwerk, ihr kümmert euch mal um die ganzen Sachen, zieht das mal raus aus dem Internet, legt das gut beiseite. Das sind wirkliche Quellen, wo man da auch mal gegenüber Behörden argumentieren kann, aber man muss eben höflich sein, man muss es geordnet und in einer höflichen Sprache vortragen und dann sind die verpflichtet, dem nachzugehen. Die sind in der Wahrheitspflicht, die haben den Rechtsstaat, die Rechtssicherheit zu gewährleisten, das kennen sie momentan nicht. Weil die Anweisung besteht, dass sie alle, die irgendwelche Widersprüche schreiben, zur Rechtsbürgerung erklärt haben. So, das ist eine Straftat, ganz einfach. Und die hat der Innenminister von Bayern zu verantworten. Wenn er als Innenminister von Bayern durch die Landtagswahl will, werden die Bayern ihn ordentlich abstrafen. Weil so kann es nicht weitergehen. Es geht nicht. Es muss hier eine Klärung her. So, alles. Dann erstmal wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und ich werde jetzt auch mal mein Tagwerk machen.